Tod eines Polizeiinspektors. Ach, das ist der Baum an der Kreuzung, wo der eine Schatten eine aufgespießte Leiche hat. Inspektor Lupin von der Regionalsbrigade von Alba Lula wurde an einem Ort namens die Zerbrochene Eiche nahe Vladovista erschossen aufgefunden. Die Untersuchung des Falls hat ergeben, dass es sich um einen Unfall handelt. Der Inspektor hat sich aus Versehen selbst getötet, als er seine Waffe reinigte. Annie, ist klar. Aber wir haben zwei Patronen gefunden. Wie kann er doppelt geschossen haben? Martha Kalugarul ist tot. Von den Härten des Krieges zerrüttet, muss die Stadt Vladovista einen weiteren Schicksalsschlag hinnehmen. Ihre berühmteste und äußerst beliebte Einwohnerin Dr. Martha Kalugarul ist tot. Frau Kalugarul scheut keine Mühen und keine Gefahren, um das Wohlergehen und die Gesundheit ihrer Patienten und Mitmenschen zu gewährleisten. Sie wurde tot in ihrem Labor aufgefunden und ist wahrscheinlich in den Folgen ihrer ermüdeten Arbeit zum Opfer gefallen. Der Bestattungsgottesdienst findet am Samstag um 11 Uhr in der Kirche des Heiligen Dimitri in Vladovista statt. Was ist denn in der Blutspur? Gut, der liegt nicht ganz in der alten Blutspur. Es riecht nach Apotheke. Und in unserem Traum haben wir auch Marias Stimme gehört. So was von die Hauptverdächtige gerade. Schon kann ich nichts machen. Eine Bibel auf Griechisch. Eine Bibel auf Griechisch. Okay, wir werden nicht aufschlagen. Dann speichern wir mal. Osana, ich habe schreckliche Neuigkeiten. Es wurde ein Mord begangen. Ich muss sofort die Polizei alarmieren. Nur wisst ihr, was jetzt der ultimative Plot-Twist wäre? Wenn die Polizei hier eintrifft, ist die Leiche weg von Stefan. Polizei, ich kann nur den Generalinspektor anrufen. Wer ist nicht die Polizei? Er ist Inspektor! Hier spricht Inspektor Bruta. Guten Tag, ich bin Vater Arno Moriani. Der Journalist Stefan Luca wurde in seinem Zimmer im Gasthaus in Vladovista ermordet. Ermordet? Seid ihr sicher? Erschossen. Ohne Zweifel. Das ist bedauerlich. Ich kann niemanden schicken. Es gibt einen Aufruhr in Alba Lula. Ihr könnt wirklich nicht kommen? Unmöglich. Die Situation hier ist ernst. Wir befürchten Aufstände und ich brauche alle meine Männer. Und was soll ich tun? Könnt ihr einen Arzt benachrichtigen? Ja, Dr. Maria Florescu. Sie soll die Leiche untersuchen und uns den Bericht schicken. Wir werden schnellstmöglich eine Untersuchung einleiten. Auf Wiederhören, Inspektor. Kein Verlass mehr auf die Polizei heutzutage. Maria untersuchte die Leiche. Sie glaubte, dass der Tod zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens eingetreten war. Stefan Luca wurde in seinem Bett betäubt, auf den Boden gezerrt und aus nächster Nähe erschossen. Ich muss zugeben, dass eine dunkle Macht am Werk ist. Nach Martha wurde auch Stefan getötet, damit er dem Pfad des Drachen nicht folgt. Hätte ich ihn nur ernst genommen, hätte ich ihm nur geholfen, er könnte noch leben. Mein Gott, kann ich nach Rom zurückkehren, als wäre nichts geschehen? Kann ich den Mörder frei herumlaufen lassen? Alternativ wärst du auch gestorben, wenn du ihm geholfen hättest. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Da die Polizei nichts tut, muss ich die Mission fortsetzen, die Martha und Stefan begonnen haben.
Ich werde dem Pfad folgen, wo auch immer er mich hinführen mag. Und mit Gottes Hilfe werde ich dem begegnen, was mich am Ende der Reise erwartet. Ja, würde mich nicht wundern, wenn hier die Thule-Gesellschaft dahinter steckt und die nicht wollen, dass man den Pfad des Drachen betritt. Vielleicht eigentlich immer noch in dem Zimmer oder wurde sie weggeschafft? Ne, ist weg. Das Kreuz hängt nicht mehr richtig. War noch abgeschlossen? Nee. Na, Chicken. So viel zu deiner Theorie. Immer schön eine Türe verschlossen halten, dann wird dir nichts passieren. Stefan hat seine Türe verschlossen gehalten und er wurde trotzdem ermordet. Ich muss Osana fragen, warum sie alle Spiegel im Gasthaus abdeckt. Vielleicht ist sie ein Vampir oder ist jetzt einer geworden? Was für ein Unheil, Vater! Dieser Journalist, der in meinem Gasthaus ermordet wurde! Ich werde den Koffer, den er auf dem Dachboden gelassen hat, wegwerfen, bevor er noch Unglück bringt. Er hat einen Koffer auf dem Dachboden gelassen? Ja. Gib ihn mir! Er sagte, dass er einige Dinge lieber nicht in seinem Zimmer lassen wolle. Könnte ich einen Blick darauf werfen, bevor ihr den Koffer wegwerft? Natürlich! Der Haken für die Falltür ist hinter euch. Seht euch den Koffer ruhig an. Und noch etwas. Hat Stefan Luca euch erzählt, in welche Gegend der Türkei er reisen wollte? Herr Luca hat mir den Namen der Stadt gesagt, aber ich habe ihn vergessen. Er klang wie Joghurt. Versucht bitte, euch zu erinnern. Es ist wichtig. Wie ärgerlich. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Vielleicht kennt Herr Peckmester ihn. Er ist in der Gaststube. Ihr solltet ihn fragen. Oder der ist der Vampir. Vampire spiegeln sich ja nicht im Spiegel. Warum sind alle Spiegel im Gasthaus verdeckt? Das ist eine Tradition. Das tun wir immer, wenn jemand in einem Haus stirbt. Merkwürdige Tradition. Jetzt verschwindet das Fahr! Verschwinde doch nicht einfach! Lass mal das Zeug rausnehmen. Dachboden! Ich kriege Flashbacks an den ersten Teil. Hier ist der Koffer des Journalisten. Gruselige Puppe. Johann Hartner. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. War das einer der Opfer oder? Nee, war das nicht der Sohn, der weggeschickt wurde von Martha? Krankenakte? Nee, Ariel Vulpesco hieß er. Oder war das das Kind am Friedhof? Der Barbiersalon. Ich habe 7 Prüfungen gezählt, 7 Gegenstände, 7 Säulen. Fehlt was? Ja, die 7 Todsünden. Lieber Ioan, ihr hattet Glück, dass ihr diese Gravur gefunden habt. Sie steht mit dem Pfad des Drachen in Verbindung. Als Antwort auf eure Frage kann ich euch ein paar Details mitteilen. Die Szene stellt einen Barbiersalon dar. Den antiken Ruinen nach zu urteilen, ist er vermutlich in einer italienischen Stadt. Barbiere haben lange Zeit die Rolle von Ärzten inne gehabt. Nicht selten haben Barbiere an ihren Kunden einen Aderlass vorgenommen.
Das gesammelte Blut wurde an die Schweine verfüttert, die frei in den Straßen herumstreunten. Ich glaube, dass ihr die versteckte Bedeutung dieses Bildes entdeckt habt. Bitte bewahrt dieses Dokument sicher auf. Es kann uns zu eurem Ziel führen, Hermann van Bergen. Okay. Ach, und das ist das eine Bild, was wir in Unterlagen von Vlad Johans Koffer, Feuer. Heißt das, all diese Grausamkeiten, die Vlad Tepes getan hat, von denen wir am Anfang der Session gelesen haben, sind Teil dieser Prüfungen des Pfad des Drachen, die er tun musste, um die Unsterblichkeit zu bekommen? Ja, Menschen tun die grausamsten Dinge. Ach, das ist einfach nur zur Zeit gelegt. Was haben wir hier? Eine Fahne. Griff. Wachszylinder. Muss ich das Ding jetzt zusammensetzen? Die Nadel fehlt. Was für eine Nadel? Soll es ein Spielo sein? Ja, es ist die merkwürdigste Spielo, die ich je gesehen habe. Ja, das nur wieder zuzumachen. Oder muss ich jetzt irgendwo eine Fahne, Nadel auftreiben? So richtig dran befestigen. Irgendwo. In Seiten, würde ich sagen. Wahrscheinlich brauche ich erstmal hier wirklich die Nadel fehlt. Die Nadel für irgendwas auch immer. Ach, das wurde dann zur Seite gelegt. Aha. Hallo Spion von Dracula, der mich beobachtet. Erstmal das Schild lesen. Stefan. Luca, Alba Lula. Na, dann brauche ich seine Medaille, um das zu öffnen. Es steckt ne? fest. Ja. Ohne die Kette passt Stefans Medaillon perfekt in die Aushöhlung. Es steckt fest. Okay. Soll ich ein Farbenspiel machen, oder wie? Ja, die Frage ist, welche Farbe brauchen wir? Im Vaterland für immer treu. Muss ich jetzt anhand dessen irgendwie die Farben von der Flagge seines Vaterlandes nachbilden? Wo kam der nochmal her? Ja, Alba Lula, aber wo liegt das? Ich bin schlecht in Erdkunde.
Dünne Kette. Das war sein Medaillon. Beschütze Rumänien. Besser ohne zu klagen auf den irrigen Schlachtfeld für den Ruhm unserer Farben sterben. Na, was sind denn eure Farben? Römische Flagge? Römische Italien. Italienische. Also aber grün-weiß und keine, was da noch von der Farbe. Oder was war da eine rote Farbe bei? So lange her. Du kannst die Aufnahme passieren und nachgucken, wie die italienische Flagge aussieht. Ah, peinlich. Warte, habe ich hier nicht. Eine Weltkarte, Dings? Habe ich das woanders hingelegt? Komm, Atlas. Alles auseinandernehmen. Ja. Atlas für Erdkunde, Geschichte und Politik. Stehen ja eigentlich auch die Farben drin? Für die Flagge? Weiß ich nicht. Deutschland, Europa, was weiß ich. Sind die Flaggen eigentlich abgezeichnet? Gibt es hier irgendwo eine Seite dafür? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hier nicht. Und ich gucke das jetzt umsonst hier nach. Doch, hier sind Flaggen. Italien. Grün, weiß, rot. Eigentlich falsch. Aber grün und weiß war richtig. Okay, grün, weiß, rot. Grün, weiß und rot. Müssen die anderen dann auch hier grün, weiß, rot sein? Oh, mir ist schon wieder so warm wegen der Hitze. Die Frage ist, wie muss das jetzt sein? Grün, weiß, rot, grün, weiß, rot, grün, grün, weiß, weiß, rot, rot? Auf jeden Fall rot dabei. Was grün dabei. Okay, wenn ich das drehe, dreht sich das. Puh. Das ist ja schlimmer als dieses ein Rätsel. Ah, welche Ruine war das nochmal in Skyrim? War das Labyrinthhörn? Wo man so vier Säulen drehen muss? Davor muss das Rot sein, schicken. Rot. Und das bewegst du. Du bewegst schon mal nichts. Wir müssen einfach nur die Reihenfolge rausfinden, was bewegt und... am besten schreibe ich mir das auf. Was bewegt, das ist einfacher. Stift. Gut, dass ich hier so viele Sachen rumfliegen habe.
Ja, besonders die Weltkarte. Wie zeichne ich das jetzt genau ein? Erstmal die 6 Dinger abzeichnen. So, du bewegst das letzte. Mach ich mal vom ersten Fall zum letzten hin. Du bewegst den vorletzten. Du bewegst den. Du bewegst den zweiten. Du den hier. Ja, der bewegt ja keinen.